Moin und willkommen zu einem nächsten Part von Need for Speed Payback. Und weiter geht's. Planung des Outlaw Rush. Das Haus wird versuchen, uns aufzuhalten. Rechnet mit Killswitch-Wagen und heftiger Cop-Präsenz. Jess, sind wir bereit? Wir werden sie fertig machen. Gut. Mac? Alles geklärt. Meine Gang und ich werden den Cops Feuer machen. Und Rev? Ich habe eine kleine Überraschung vorbereitet. Oh, Tyler, sobald du weißt, mit welchen Wagen du den Rush fährst, solltest du dafür sorgen, dass sie perfekt abgestimmt sind. Klar, wir sehen sie uns nochmal an. Ja. Okay, na dann. Stürzen wir mal das Haus. Tja, das Ende ist gekommen. Let's go. Drag, verpiss dich. Nie wieder sehe ich so einen Schrotter. Der Offroader wird's. Na dann, let's go. Porsche Panamera. Du bist das Beste. Egal, wir sind fertig. Bereit für die Straße. Let's go. Wohin müssen wir es? Da unten. Was ist? Oh. Okay. Jetzt habe ich mich verarscht gefühlt. Mann. Du hast es also tatsächlich ins Rennen geschafft. Und ich bin hier, um dich zu schlagen. Oh, Tyler. Jeder Fahrer wird dich fertig machen, weißt du? Jeder Cop in der Stadt wird dich verfolgen. Du bist nichts als ein Loser, der mir im Weg steht. Und deine Glückssträhne wird enden. Genau da liegst du falsch. Hier geht es nicht um Glück. Die Hüterin live konnte man sehen. Oh, die hätte ich gern gesehen. Jess, Mac, es ist soweit. Du schaffst das, Ty. Viel Glück. Ich hab schon Navarro gesagt. Glück hat damit nichts zu tun. Schade, dass ich ihn nicht getötet habe. Der Outlaws Rush beginnt. Na dann. Junge, seid ihr schnell. Die Drohne ist in der Luft. Ich melde mich, falls Lina irgendwas versucht. Diese Typen sind die besten Racer des Landes. Vergiss nicht, um eine Runde weiterzukommen, reicht es, in der oberen Hälfte zu landen. Danke, Jess. Aber du kennst mich. Wenn ich fahre, dann um zu gewinnen. Aua! Der hat mich auch mit abgeschossen. Naja, 23 Kilometer haben wir eine weite Strecke vor uns. Unser Fahrer, Depretz, Copper, Denver, Discoatsman, Bull, Trickshot und Grandmaster. Ja. Du darfst es hoffentlich nicht, ich würde fair spielen morgen. Vorsicht, Tyler, du kriegst es mit Hausentforcern zu tun. Mit denen komme ich schon klar. Das hoffe ich, Mann. Ich kenne einige der Wagen. Echt? Zum Beispiel ist vor mir gerade ein Lamborghini Muscadillo irgendwie. Na, sowas. Nobody will immer noch die Welt retten. War das klar? Mr. Morgan, bist du bereit für dein Ende? Der Collector will einen Abriss. Und ich werde ihn durchführen. Oh, das sieht nicht gut aus. Es gibt Ärger und er nimmt direkten Kurs auf Tyler Morgan. Na los, Tyler, das schaffst du! Grandmaster, jetzt bin ich aber echt der Letzte. Oh shit. Mein Porsche ist zerstört. Racer, unser Freund Ty hatte keinen guten Start und liegt am Ende des Feldes. Aber er hat noch jede Menge Zeit, nach vorne zu kommen. 18 Kilometer sind nicht mehr viel. Ich melde mich direkt auf den Schrott.
Kinderspiel! Oh, Junge, dieser Holzmann mit seiner Chevrolet-Schrottkarre. Geh weg! Dich kann man so leicht in die Luft schlagen. Und dann können wir auch so schnell wieder antanzen. Alter, ich fahre hier 300 Sachen und sehe keinen von den verdammten Gegnern. Ich krieg euch noch alle! Tschüss. Tschüss. Holzmann. Ja. Ich bin raus. Verdammt, ich auch. Wertloses Bug. Ich bin auch raus. Navarro, der Dreckskerl hat uns ausgeschaltet. Wir können nichts mehr tun. Außer meinen Sieg bewundern. Toll, ich häng total zurück. Tai, für die nächste Etappe musst du nur in die obere Hälfte kommen. Das ist alles, was zählt. Guck mal kurz auf die Karte. Und ich sehe sie nicht mal. Oh, doch, da. Oh, die sind ja nicht mal weit. Der Outlaws Rush geht auf die Schmuggler der goldenen 20er zurück. Ganz genau. Daher das Outlaw in Outlaws Rush. Tja, dann wollen wir mal. Die erste Etappe ist halb rum, Tyler. So langsam musst du dich mal nach vorne arbeiten. Da bin ich schon dabei. Mit dem nach vorne arbeiten. Need for Speed kann immer so tolle Langstreckenrennen machen. So wie Need for Speed. Moment, dieses 2017er Teil. Ich hieß ihn. Also Need for Speed. Hat auch geil den und verpasst. Dann willkommen beim Outlaws Rush. Man kann nicht mehr zurückfahren, das ist doch nervig. Toll, jetzt bin ich letzter. Und sowas nervt. Und vorbei an den. Das habe ich gespürt. Abgehoben. Klar, danke. Gewinn einfach, denn wenn ich mein Casino verliere, breche ich dir wirklich die Beine. Ich mach nur Spaß. Nein, mach ich nicht. Tja, jetzt Konzentration. Wir haben noch 7 Kilometer Reichweite. Wir sind jetzt bis zum Ende und rum. Verdammt. Im hinteren Feld zu kämpfen, nachdem das Haus sein Rennen sabotiert hat. Hörst du das, Tyler? Hier ist die Stimme der Straße. Du kannst immer noch gewinnen. Bei 6 Kilometern nicht wirklich, wenn alle super weit vorne sind. Jetzt oder nie, Tyler? So wollte ich nicht. Auf jeden Fall werden wir das Rennen nochmal wiederholen müssen, wie es ausschaut. Ich übertreibe, muss mit dem Gas geben, um überhaupt mal ranzukommen, den letzten 4 Stück. Das Rennen zum Observatory ist nur die erste von 3 Etappen im Outlaws Rush. Und wenn ihr die schon schwierig findet, Racer, dann macht euch im Offroad-Abschnitt auch was gefasst. Das
2 Kilometer. Bin fast beim Observatory. Du bist im Vorderfeld und dein Offroad-Wagen wartet. Zieh's durch, Tyler! Das ist super nervig auf jeden Fall. Super. Kopfhörer. Was? Dachtest du besiegst mich? Jetzt gleich komme ich. Komm schon. Etappe sind im Ziel. Die obere Hälfte wechselt jetzt auf ihre Offroad-Wagen. Okay. Zweiter Platz und ich habe trotzdem das Event abgeschlossen. Worauf wartet ihr? Erledigt ihn! Dann setzt andere Crews ein! Was heißt das? Sie sind alle raus! Okay, informier die Cops. Niemand darf durch, außer unserem Mann. Ist es wohl der, deren Mann ist? Die Fahrer haben auf ihre Offroad-Autos gewechselt. Jetzt wird's richtig schmutzig. So wie ich es mag. Und let's go. Kopf. Und sie sind im Gelände. Sind nur noch 6. Ah, alles bestens. Mir geht's gut. Geht's nicht. So gar nicht. Das zahle ich dir heim. Ah, interessantes Slalom-Rennen. Oh Mann. Halt ihn in den holprigen Passagen stabil, dann wird das schon. Danke, Mr. Offroad. Das Interessante ist, dass wir als Tyler jetzt den Mac Offroad Wagen fahren dürfen. Es kann sich doch was ändern. Komm schon. Ganz sicher ist es Kopf. Oder Grandmaster, wie wir ihn nennen. Oh oh, Ty, da kommen Cops. Jede Menge Cops. War ja klar, das Haus sponsert doch kein faires Rennen. Hier Erde 35, haben 1410. Mehrere Ziele fahren Offroad Richtung Airfield 73, Code 3. Stoppen Sie Tyler Morgan. Die anderen sind unwichtig. Zentrale, bitte Bestätigung dieser Anweisung. Bestätigt, Erde 35. Echt jetzt? Tyler Cops. Morgan ist das Primärziel. Oh. Ignorieren Sie die anderen Fahrzeuge. Bye, bye. Was ist los? Gibst du auf? Alter! Hat er mich einfach weg geschubst. Böse Kopf. Sie haben Killswitches. Keine Sorge. Rush Spielzeuge müssten dich schützen. Müssten? Natürlich war der jetzt fest auf dem Boden plötzlich. Und über. Hier Adam 13. Der Killswitch funktioniert nicht beim Zielfahrzeug. Bitte präzisieren Sie das, Adam 13. Ist Ihr Killswitch-Gerät defekt? Negativ, Zentrale. Zielfahrzeug reagiert einfach nicht darauf. Perfekt. Ihr Killswitch hat nicht funktioniert. Yes! Der Schutz funktioniert. Natürlich tut er das. Wenn auch nicht ewig. Irgendwann brennen die Schaltkreise durch. Also wehrt die Kopf lieber schnell los. Killswitches. Für mich ist es kein Killswitch mehr. Wie ein Spielzeug. Oder so, als ob sie nichts mehr tun könnten. Ich sehe nicht mein Killswitch out. Boah, wir Junge. Sind nicht beim Demolition Derby. Mac, diese Cops gehen mir langsam echt auf die Nerven. Halt einfach bis zum Airfield durch. Erwarte deine Überraschung auf sie. Abkürzen. Und ich hasse diese Cops.
Kein Problem. Wie können die bitte so schlagen? Das ist doch nicht normal. Hey. Und was kommt jetzt? Eine Mac, mir klebt hier die gesamte Polizei von Fortune Valley am Arsch. Ihr habt's gehört, Freunde. Los geht's. Die League 73 steht euch bei. Free Amber Militia steht bereit. Der M4 von Jazz. Wir setzen den Kopf so lange zu, bis sie uns jagen. Wir regeln das schon, Mann. Cool. Danke, Mac. Letzte Runde, um das Blatt zu wenden. Der Griffjatz ist es im Spiel. Wir beschäftigen die Cops von Braxton bis New Haven Lake. Hier ist der Riot Club. Wir halten die Cops in Downtown beschäftigt. Leg los und gewinn das Rennen, Big Brother. Wir kämpfen ja, für dich. Leuchtbomb hier. Wir sind in Silver Canyon eingeschlagen. Silver Six in the Barrio. Wir halten die Cops hier mächtig auf Draht. Hol dir den Sieg, Lil Tal. Mann, dieser Kerl geht voll auf die Nähe. Code-3-Vorfälle in und außerhalb der Stadt. Fordere sofortige Unterstützung an. Die Lage droht zu eskalieren. Wir brauchen alle verfügbaren Einheiten für morgen. Bei allem Respekt, Mann. Wir haben es überall mit rücksichtslosen Fahrern zu tun, die öffentliches Eigentum gefährden. Situation ist kritisch. Bestätige Armor 22. Code Red an alle verfügbaren Einheiten in den Bezirken 1 bis 4. Bringen Sie diese Fahrer und Fortune Valley unter Kontrolle. Schön, dass wir im Valley so viele Freunde haben. Wir alle stehen hinter dir, Kumpel. Und jetzt gewinn das Ding! Das wäre ich. Erster Platz. Jetzt bin ich... Ah, war noch. Redshot. Alter, türliche Kerle. Aua. Unsichtbare Wände sind echt das Nervigste. Und da ist wieder der Bus. Hey, hier waren wir schon mal. Freund Tyler ist nicht aufzuhalten. Er ist trotz der Einmischung der Cops unter den ersten drei. Ich bin dritter Platz, okay. Immerhin passt sich das Ding an. Was sie sagen sollen. Ersten drei Plätze. Der Prez ging aus dem Weg. Du könntest der Mann sein. Hört sich auch so beschissen. Zweiter Platz, let's go. Crashes gehören dazu. So, 3 Kilometer. Lass uns gewinnen. Tyler ist kurz vor dem Ende der Offroad-Etappe unter den Top 3. Er kann es schaffen. Oh ja, das kann ich. Flieg, mein Vogel. Bam. Hey! Dieser Abschnitt hat mich erinnert. An das alte Need for Speed. Ach, 2013, so war das. Die Führung nimmt mir so leicht keiner mehr. Mann. Erster Platz, los, komm. Wer auch immer die zweite Etappe des Outlaws Rush gewinnt, fährt ein Duell gegen den letztjährigen Champion. Wird es Tyler sein? Eure Hüterin würde sagen, es sieht gut aus. Sehr gut. Es läuft gut, Ty. Wir alle feuern dich an, Kumpel. Danke für die Hilfe, Mac. Und das war's geworden. Boom. Und Tyler Morgan gewinnt die Offroad-Etappe des Outlaws Rush. Fertig. 25.000 plus. Cool. Sie wurden abgezogen? Wie viele? Alle, Mann? Weißt du was? Ich hab die Schnauze voll. Ich kümmere mich selbst drum. Na dann, was hast du, Lina? Moment, es gibt einen Fahrertausch. Ist das überhaupt erlaubt? Die Finaletappe des Outlaws Rush fährt nicht der Champion, sondern Lina Navarro. Okay, jetzt geht's los. Der
Es geht los. Sie fährt nicht so hart. Okay, jetzt heißt es du gegen mich, Navarro. Du weißt, was für Tech in unseren Wagen steckt. Du hast keine Chance. Betrüg ruhig. Du verlierst trotzdem. Alter, wie sie abgeht mit ihrem P1. Tyler. Du schaffst das, oder? Du schaffst das. Darauf kannst du Gift nehmen. Was für Tech hat sie, dass sie so schön durch Kurven fahren kann? Das ist extrem. Das war's für dich, Morgan. Mit der Tech in diesem Wagen entscheide ich über das Ergebnis jedes Rennens im Valley. Diese Stadt wollte mich brechen. Jetzt bin ich dran. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Bitte. Selbst dein Freund, der Gambler, weiß, was passieren wird. Er hat sich einfach nur für die falsche Seite entschieden. Du bist kein Gegner, Morgan. Ich muss ja noch nicht mal lenken. Verlass dich nicht so sehr auf deine Tech. Die Tech hat auch nicht bei der Steinkurve. Probleme mit deiner Tech, Navarro? Alles ein Können. Ich weiß noch, wie du damals in The Barrio warst. In den Rennen mit Jess und den Jungs. Da warst du wirklich gut. Jetzt gewinnst du nur noch durch Manipulation. Leute wie du und ich wurden schon immer beschissen, Morgan. Ich wollte nicht nur ein hübsches Spielzeug für andere sein, sondern zu den Gewinnern gehören. Nein, du hast aufgegeben. Deshalb musste ich deine Crew verraten, Tyler, um aus The Barrio rauszukommen. Und jetzt wirst du dafür bezahlen. Ich bin beeindruckt, wie weit du es geschafft hast, aber hier ist für dich Endstation. Du bist nur das letzte kleine Hindernis auf meinem Weg an die Spitze. Das sehen wir ja dann, an der Ziellinie. Es läuft gut, Kleiner. Du hast sie voll im Griff. Vielen Dank. Ja, es läuft sehr gut. Auf der Offenstrecke und sie ist gerade verschwunden. Lena, Sie haben doch behauptet, Sie hätten die Situation im Griff. Ich habe sie ja. Nein. Ich erledige das selbst. Was meinen Sie? Mein Glückwunsch, Morgan. Sie stehen kurz vor dem Sieg gegen meinen Racer. Sieht so aus. Morgan. Das Haus könnte jemanden mit ihrem Talent brauchen. Sie wären der beste Racer der Stadt und unermesslich reich. Aber es gibt einen Haken, richtig? Einen kleinen. Sie müssen das Rennen verlieren. Was soll das? Nur dank mir gehört Ihnen diese Stadt. Und dank Ihrer verdammten Fehde verliere ich sie wieder. Danke für das Angebot. Ich passe. Kommen Sie schon, Morgan. Was wollen Sie? Ruhm? Geld? Lenas Kopf auf einem Tablett. Sie müssen es nur sagen. Ich will, dass Sie alles tun, um mich zu schlagen. Dann weiß ich nämlich auf jeden Fall, dass mein Sieg verdient war. Das hier ist noch nicht vorbei. Tyler Morgan liegt in Führung, Freunde. Das könnte es sein. Es ist noch nicht zu spät, Morgan. Sie müssen nur verlieren. Na los, Tyler! Karten auf den Tisch! Wir haben gewonnen. Das war's. Das letzte Stück. Gewinner. Und gewonnen. Mit dem geilsten Wagen der Welt. GT3 RS. Yeah! Fertig. Was gibt's jetzt? Keine Karten mehr? Tyler Morgan besiegt Lena Navarro und gewinnt den Outlaws Rush für Silver Rock! Check. Woohoo! Yeah! Und sie fährt auf weg. Oh yeah! Ja! Boom! Der Beste der Welt! Wo sind Sie? Ihre Wette hat uns ruiniert, Navarro. Ihr Versagen wird mich den letzten Cent kosten. Das Haus ist mit den Straßen fertig. Und mit Ihnen ebenfalls. Was? Nein, ich habe zu hart dafür... Alles, was Sie haben, verdanken Sie mir. Jetzt verlieren Sie es wieder. Dann werden wir aber gemeinsam untergehen. Sie wissen, wie viel ich über Sie weiß. Über alle von euch. Es war dumm, Ihnen zu vertrauen. Diesen Fehler mache ich nie wieder.
Der war über Jerry. Der Kollektor? Also, Tyler, der Rush und das Haus sind Geschichte. Was kommt als nächstes? Ich wüsste da was. Nein, sag bloß. Wie wär's mit einem Rennen zum Airfield? Ernsthaft? Höre ich da etwa Angst? Verstehe ich gut. Schließlich bin ich jetzt Champion. Oh, du bist erledigt. Das war's, oder? Ja, das war's. Oh Mann. Das war's, Alter. Oh. Ihr Spiel gegen das Haus war skrupellos und elegant, Mr. Weir. Tyler Morgan war ein kluger Schachzug. Er könnte in Zukunft noch nützlich sein. Ich weiß. Der Kollektor ist Geschichte. Sie haben gewonnen. Willkommen bei Arkwright. Interessant. Jetzt gibt's die Karten, oder? Oh. Ich habe den Regierer freigeschaltet. Wie cool ist das denn? Oh, kenne ich nicht. Tyler? Tja, du bist also im Rush. Tu nicht so, als wärst du überrascht. Du wusstest, dass ich es schaffe. Es ist nicht irgendein Barrier-Straßenrennen mit Jeff und den Jungs, Tyler. In der realen Welt reicht es nicht, der Beste zu sein. Glaub mir, ich hab's versucht. Du konntest mich schon damals nicht schlagen, Lina. Und obwohl du jetzt Geld und das Haus im Rücken hast, schlägst du mich immer noch nicht. Für dich ist alles ein Rennen, Tyler. Und das wird sich nie ändern. Ich werde dich nicht nur schlagen, ich werde dich vernichten. Hm. Wir haben es beendet, das war's. Das war Need for Speed Payback. Ach ja, das tollste Spiel, was ich je gespielt habe. Nein, Spaß. Oh, das war schon das Beste. Derzeitige Spiel. Und jetzt einen schönen Burnout. Weil es möglich kann. Und einen schönen Burnout. Dumm. Ja, das war's, Leute. Endgültig. Das Spiel ist zu Ende. Ich werde auf jeden Fall nur die Geschichte durchgespielt haben. Und diese weiteren Wrackteile oder Chips, darauf gibt es schon genug Videos. Darauf verzichte ich. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Spiel. Bis dann, tschüss.